zwei Abstände gleichmäßig laufen. Dritter Abstand bis hinten durch Pferdchen. Und zwar richtig schnell werden. Wie viele Kontakte? Zwei. Wir bleiben bei zwei. Das ist ziemlich viel. Gleichmäßig, gleichmäßig. Babam, babam, babam. Zum Beispiel immer dazu, gleichmäßig zu laufen, dann geht es einfach nach oben. Jetzt versucht mal, die Geschwindigkeit nach vorne zu nehmen, dass ihr dann wirklich ganz schnell den Kontakt zum Boden sucht. Das ist halt gleichmäßig laufen. Das Boah, das ist gut. Na, Julia, sprich mal ein bisschen. Aber die ersten, die bei jeder Hütte, ich glaube, die waren mega krass. Das Bein, was am Boden ist, ist immer in Laufrichtung. Niemals so. Weil wenn ihr die Füße auch im Abdruck so nehmt, fühlt sich das leichter an. Aber das Bein danach setzt so auf. Und dann kommt das andere. Und was macht der Fuß? Könnte schwer passen. Okay? Und wenn ihr Geschwindigkeit habt und ihr seid ja wahnsinnig schnell, ja, kommt ihr von oben runter und fallt gleich so drauf. Und das wollen wir vermeiden. Deswegen immer Füße in Laufrichtung, weil die Auflagefläche größer ist. Okay? So, das heißt, wenn ihr euch jetzt hier hinstellt, geht der Fuß weg vom Boden und dreht dann und ihr müsst ganz dicht hier durch. Das Knie ist immer höher als der Fuß. Bei einigen war es so, dass ihr halt das gemacht habt. Das ist schön durchschwimmen. Ja? Und jetzt versuchen wir das mal ganz professionell zu machen. Hier stehen, Knie ist höher und dann hinstellen. Ne, immer die gleiche Seite. Ja, immer die gleiche Seite. Immer die Seite, immer die gleiche Seite. Und das, den Fuß immer in Laufrichtung setzen, nicht quer, Niklas. Gerade für dich wichtig. Laufrichtung wieder. So, heute haben die grundsätzliche Aufgabe schon wieder vergessen, das Knie muss höher sein als der Fuß. Das heißt, ich achte jetzt von meinem drauf, dass wenn ihr das macht, dass ihr hier stabil seid. Knie hoch, Knie hoch, Knie hoch, Knie hoch. Und auf was sollt ihr achten, dass eure Fußspitze immer gerade bleibt.
idealerweise noch in Laufrichtung, damit ihr euch nicht kann. Sobald der Fuß hier unten den Boden verlässt, geht er nach außen. Ja? Und kommt dahin und dann nach vorne. Und bei der jetzigen Übung ist es wichtig, dass wir das Bein gleich wieder neben das andere aufsetzen. Wir machen es an der Seite vorbei. Das Bein, was weit weg ist von der Hürde, in dem Fall mein linkes Bein, steht auf Höhe des Brettes. Rechtes Bein ist hinten. Es dreht nach außen, oben, kommt vorbei, zieht hier rein. Also hinstellen, drehen, hochnehmen, runtersetzen. Okay? Versucht mal, den Fuß nebeneinander aufzulegen. Nebeneinander. Ausdrücken und runtersetzen. Ich habe gesagt, drüber und runter. Ja, sehr schön. Also, du machst den Beides gleich neben dem anderen Fuß aufsetzen. Ich spüre mir den Aufsatz, dass man so einen Druck nach vorne kommt. Und das ist ja das, was wir brauchen nach der Hürde zum Weglaufen. Das heißt, ihr immer mit dem Bein, was ja normalerweise Schwungbein ist, auf Höhe des Brettes steht und nicht da vorne, weil dann habt ihr dieses. Guck mir nur von mich hin. Sondern die Bewegung kommt immer als Schwungelement vom Nachziehbein. Also das Abdrücken drüber. Und dann geht es nach vorne weiter. Okay? Ich würde jetzt Schwungbein-Nachziehbein kombinieren. Bedeutet, Schwungbein geht hoch und runter. An der Seite vorbei, Nachziehbein über die Hürde. Wir machen es nach vorne. Also Bewegung ist setzen drüber. Zu bilden. Hand und Knie. Und die Finger gehen immer außen am Knie vorbei. Immer außen am Knie. Ja? Wenn das Knie da drüben ist, hat der Arm ganz schön viel Weg. Das brauchen wir nicht. Wir wollen eng und kompakt da arbeiten. Also, darauf achten. Sitzen drüber. Ich bin schon wieder.